bei euch ist halt Öl. Ich grüße. Brau mir deine Dunkelpilzbrühe. Gerne. Hier, nimm den Trunk. Okay, now let's see what it does. Yes. Probably like perma. Oh my Jesus. Oh yeah, I haven't drank that yet though. Oh, never mind. Grow dark, a few of these potions will increase my mana supply. Which it doesn't at the moment, unfortunately. What does it? Is that quest complete yet? Yes. Finally, the quest is complete. Alright, let's go to bed again for another 2 days. Just to make sure I can complete, hopefully complete the Gerbrand quest. And the improved armor, as well as start Mixir's quest. So yeah, I've completed more quests than I did in my two hour long blind episode. So it's pretty good, I think. Okay, come on, please, don't be a faggot! Meine Verehrung. Damn it, no. Hey, yes. Abenteurerin, ich hätte doch glatt eine Aufgabe für dich. Ihr wisst, Priester, ich bin freiberuflich. Könnt ihr mich denn auch bezahlen? Warte erst mal ab. Die Lösung dieser Aufgabe kann dir Lohn genug sein. Du hast doch sicherlich die Steinkreise auf der Insel bemerkt. Sie sind mir nicht entgangen. Ich habe noch mal über eine Begebenheit nachgedacht, die uns den Weg nach Jakenda ermöglichte. Unser gemeinsamer Bekannter, der Rätselspezialist, hat uns die Ornamentteile besorgt, die den Schlüssel für das Tor ins Tempeltal bildeten. Dazu hat er die Steinkreise aktiviert, den daraufhin erscheinenden Steinwächter pulverisiert und aus dessen Überresten das Ornamentteil geborgen. Das war sicher sehr aufregend, aber ich sehe nicht, wie sich daraus eine Aufgabe für mich ableitet. Nun warte doch mal ab. Ich habe mich gefragt, was passiert eigentlich, wenn man die Schalter an den Steinkreisen drückt, sie somit aktiviert und sich selbst auf die Altäre stellt? Kann man vielleicht Jakenda erreichen? Reist man zu einem, sozusagen, Steinwächter-Depot? Passiert vielleicht sogar gar nichts. Finde das doch einfach mal für dich und mich heraus. Das kann sich ja zu einer richtigen Herausforderung entwickeln. Entweder es geschieht nichts oder ich lande bei irgendwelchen Steinfiguren? Genau. Es kann natürlich auch sein, dass du irgendwo im Nirgendwo hängen bleibst. Sag mir Bescheid, was es ist. Okay, this quest is pretty easy. Auf Wiedersehen. Because there's absolutely no danger unless you didn't kill enemies in other social areas. You'll see what I mean in a second. When I do that quest. Now, let's go to Rupert and Matteo. Maybe Matteo has that armor, or maybe Rupert has the armor. Hattest du schon Erfolg beim Rüstungsbau? Noch nicht, aber ich bin dran. So schwierig kann das gar nicht sein. Okay. Hast du die Robe schon fertig? Hier ist das Prachtstück. Für deine 100 Goldstücke bekommst du eine Robe, die dir wie angegossen passt und auch noch gut aussieht. Ich habe mich selbst übertroffen. Da danke ich dir. Hier hast du deinen Lohn. Yeah. Mach's gut. Alright, let's just see how powerful this is. I don't know how powerful this is because I've never done this quest. Jesus Christ, where the hell is it? Do you really believe that? Big inventory space equals bad. Oh my god, now I need bloody permission. I can't believe that. Why the bloody hell do I need permission? Okay, let's just see what I have here. Lighthouse, stuff from the chest, scavenger breeding, Gerbrand. Let's go to Gerbrand. I agree with you completely. Where did okay. you pick that up then? Hopefully he'll hey, give us the 500 gold, yes. Hopefully hast du inzwischen meine 500 Goldstücke? Das Geschäft läuft wieder. Hier ist die versprochene Belohnung. Darf ich fragen, welches Geschäft in so kurzer Zeit so viel Geld abwirft?
Du hast mir zwar mein Haus wieder beschafft, das macht uns aber nicht zu Geschäftspartnern. Nur so viel. Ich hüte das Geheimnis des Stahls. What the hell does that mean? Gehabt. Is he like a steel merchant or something? Beats me, I don't care. So from the chest, oh my god, I still don't know where the hell I can find Cassia. I think it's Cassia because it's a broken master ring, yeah? And Cassia is like the most dexterous thief in all gorillas, kinda. Yeah, scavenger breeding, it's not too difficult. I figured out where I can find grassland scavengers, and that's in the area near the apostates. I'll show you what the apostates are later. It's really not my problem. In the next episode, I think, because I'm a bit tired right now. I'm not sure, I'll see. Okay, so I need to go to... Where is it? Okay. Yeah, crap, I almost fell. Okay. Let's talk to Isbaroth and hopefully complete the quest. Meine Verbeugung, Ehrwürdiger. Ich habe hier die umgearbeitete Robe, damit du sie dir ansehen kannst. Dann zieh sie doch mal an. Gut, ja. Du kannst die Robe anziehen. Ich habe nichts daran auszusetzen. Dann sei nochmals bitte. Oh shit. Oh, never mind. Oh, she said was. Wiedersehen. Well, thanks again. Jesus Christ. Why is it so baggy? And is it even good? Oh, it is pretty good. Amazing. Wow. That looks a bit baggy, don't you think? Anyways, I completed another quest, now I haven't. Oh god. I should give back Tickler's leather armor. It's good manners. Maybe it is good manners. And that's good for me, because now I can also complete the stone circle quest. Okay. Hallo Tekler. Hier hast du deine Lederrüstung zurück. Nochmals vielen Dank. Sie hat mir gute Dienste geleistet. Oh, schön, dass du sie mir zurückbringst. Ich wusste, dass du ein ehrliches Mädel bist und die Rüstung nicht einfach verkaufst. Deine neue Gewandung steht dir ja ausgezeichnet. Hier, ich habe noch etwas von meinem Eintopf. Nimm einen Teller. Alright. Oh, wait. Du hast mir doch versprochen zu erzählen, woher du die Lederrüstung hast. Da du mich schon wieder drängelst, will ich es dir erzählen. Bevor ich Köchin hier bei Ona wurde, war ich mit einem Mann zusammen. Er ist Jäger, einer der besten auf der Insel. Wir lebten draußen im Wald. Da braucht man schon etwas derbere Bekleidung. Daher die Lederrüstung. Und warum bist du mit diesem Jäger nicht mehr zusammen? Ach, was soll ich sagen? Er wollte immer größeres Wild erjagen. Scavenger oder Wölfe reichten nicht mehr aus. Es mussten Schattenläufer, Trolle oder Drachensnipper sein. Manchmal war er wochenlang in den Wäldern unterwegs. Die ständige Sorge um ihn hat mich fast umgebracht. Da habe ich ihn verlassen. Doch seitdem vergeht kein Tag, an dem ich nicht an ihn denken muss. An meinen Jäger. Du vermisst ihn wohl sehr. Ja, aber solange er die Jagd mehr liebt als mich, wird es wohl kein Zurück geben. Pass auf. Aha. Tickler's past is a mystery. She had been with a hunter who loved hunting more than his wife, typically male, and wonder if the hunter is still alive. Okay, let's think. Hunters. Nicholas, Cavalorn, Regis, Bartok. Those are the ones that come to mind. No one else. So if it's definitely not Regis or Bartok. It might be, but I highly doubt it. It's probably either Cavalorn or Nicholas. And it's most likely Nicholas. So I wouldn't be surprised if it is. But... we just completed another quest. Yay!
Alright, now. Curious spider quests. I might be able to do some of that quest. Anyways, now, don't worry about saving, because unless, of course, you haven't killed monsters in other stone circle areas. Because, yeah, you'll see what happens in a second. Where is it? Aha, there it is. And... Alright, now, you end up in, like, the... Well, area, it's like a forest with brutes everywhere. It's not that bad. It's overrated. I've cleared out most of it, so... yeah. Might as well go to Niklas as well. Yeah, I can just go to him from here.